Sonntag, der 11. August. Ja, Stadtderby. VSG Erklinike gegen Viktoria. Kann euch aktuell gar nicht mal sagen, wie stark wirklich zurzeit Viktoria ist. Aber das werden wir heute erfahren. Ja, aktuell hat Erklinike erst einen Punkt aus 2 Spielen. Ja, vielleicht muss sich die Mannschaft erst finden oder so. Mal gucken, wie das Spiel heute verläuft. So, jetzt haben wir 12.14 Uhr, 15. Ja, dreiviertel Stunde noch bis 13 Uhr ist ein Anstoß. Ich denke mal, wir werden noch ein paar kommen hier heute. Und wie gesagt, Viktoria, die Fans sind ja auch noch nicht da. Mal sehen, wie viele von denen kommen. Aber ist ja eigentlich auch in der Regionalliga Nordost, ist das Ganze ja auch ein Stadtderby. Das gute alte Stadion-Echo gibt es auch noch. Ausgabe 268, 17. Jahrgang. Auf der Rückseite haben wir dann meistens immer noch ein Foto drauf von der Mannschaft, der aktuellen Mannschaft. Das ist diese Saison, die Mannschaft. Die Mannschaftsaufstellung, die wird hier schon abgedruckt. Also nichts mit ihr heim oder so. Die ist schon, ja, im Voraus bekannt oder auch nicht. Den beiden Seiten haben wir dann noch eine Übersicht vom ersten Spieltag. Das war ja hier zu Hause gegen Lok Leipzig, was ja dann 0-1 verloren wurde. Und dann das Auswärtsspiel, das ist 2-2 ausgegangen. Da kommt ja auch der eine Punkt her. Ich glaube, da haben sie sogar geführt. Bei dem Spiel haben sich das dann doch noch irgendwie aus der Hände nehmen lassen. Klingeln mal. Das wird das Tor jetzt. Das filme ich jetzt auch schön mit. Oh, oh, das dauert zu lange, bis der angetreten hat. Oh, jetzt fliegen wir gleich. Pass auf. Keine Luft mehr. Was denn jetzt? Ah, jetzt zu fallen. Oh. Heute Anni da war, der ist arbeiten, wa? Ich weiß, hab ich gelesen, ja. Ja, 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 ja! Oh.
Gut, war jetzt das 1-1, jetzt sieht es aufwärts. Leider nur das Außennetz, aber stark geschossen. Aber die sind am zweiten Tor sitze dran. Die Nein. Oh, jetzt fällt gleich ein Tor. Pass auf, Jungs. Oh. Jetzt? Ja! Oh! Okay. Wir versuchen es mal wieder mit einer Ecke. Ja, komm. Oh nein! Warum fängst du den jetzt? Du versuchst mir die ganze Aufnahme hier. So, Abpfiff gegen Viktoria. Ja, das Wunder ist geschehen. Wir haben wirklich die 2-1 gehalten. Wo ist die Anzeigetafel? Da hinten sieht man die. Und 3 Punkte, damit haben wir jetzt 4 Punkte auf dem Konto nach dem dritten Spiel. Schön sieht anders aus, aber man kann damit schon mal leben.